zusammen. Ihr habt gesehen, wir machen heute French Toast Muffins. Das geht sowas von schnell. Das sind eigentlich auch Zutaten, die man gewöhnlich zu Hause hat. Das ist ein schnelles Rezept, das ist ein günstiges Rezept. Und ich sage euch jetzt einfach, was wir brauchen. Und zwar, ich habe jetzt einfach schon mal 4 Muffinfelder mit Butter eingefettet. Ich weiß jetzt nicht, ob mir die jetzt ausreichen. Ansonsten fette ich die anderen einfach nach. Dann habe ich hier einmal 5 Scheiben Toastbrot in Würfel geschnitten. Hier drin sind 2 Eier, 165 Milliliter Milch. Dann habe ich ein 3/4 Esslöffel Zucker drin, ein halbes Päckchen Vanillezucker und so ein Teelöffel Zimt oder ein 3/4 Teelöffel Zimt. Das muss man so nach Geschmackssache machen. Ihr könnt auch ein bisschen mehr, also einen Esslöffel Zucker rangeben. Es kommt halt immer darauf an, wie man es danach isst, ob man es so isst, ob man noch Vanillesoße oder Ahornsirup oder irgendwas noch dazu isst, was halt auch noch gesüßt ist. Davon würde ich das halt abhängig machen. Und ja, den Ofen habe ich jetzt übrigens auf 190 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Und dann sage ich einfach, los geht's. Erstmal verrühren wir das Ganze. Das kann man eigentlich auch mit der Hand machen. Jetzt habe ich aber die Rührteile schon drin und mache es halt elektrisch. Und wenn wir das haben, müssen wir einfach unsere Toastwürfelchen hier einweichen lassen. Und dann müssen wir das Ganze auch schon einfach nur in unsere Förmchen geben. Ich glaube, dass mir das nicht reicht mit den 4, aber man kann sie auch schön, also man kann sie auch hoch machen, weil da geht ja nichts mehr drin auf. Aber manchmal unterschätze ich das auch immer, deswegen vielleicht reicht es doch. Und dann, wenn wir das haben, geht das Ganze auch schon ab in den Ofen. So, und es hat natürlich doch wieder gereicht, wieder zu früh gegackert. Und jetzt geht's ab in den Ofen. So, jetzt werdet ihr euch wundern, ich habe es nochmal rausgerissen schnell. Es ist alles richtig, also ihr könnt es gerne so reingeben. Aber ich habe dann auf einmal jetzt noch ein Topping dazu entdeckt und habe ich gedacht, das ist doch auch was, dann ist es noch so ein bisschen aufgepimpter. Also es kann, da ist absolut nichts falsch dran, so rein in den Ofen. Aber ich dachte, nee, solange das jetzt noch nur eine Minute drin war, machen wir noch das Topping. Und zwar, da habe ich jetzt hier einfach nur, also es sind eigentlich, wie sagt man, Streusel. Da habe ich drin 20 Gramm Mehl, 25 Gramm braunen Zucker, noch etwas Zimt, so ein 1/4 Teelöffel bis halben und 30 Gramm Butter. Und das tun wir uns jetzt einfach zu Streuseln verkneten und dann kommen die einfach noch oben drüber. So, ich zeige es euch mal, da fehlt mir jetzt noch ein bisschen Mehl, deswegen erhöhe ich das dann auch in der Infobox, da steckt man halt immer nicht drin, wenn man das dann halt zum ersten Mal auch vor der Kamera macht. Aber das ist ja nicht schlimm, einfach das Ganze dann ein bisschen weiter mit Mehl auffüllen, dass wir einfach Streusel haben. Aber jetzt sind unsere Freunde wirklich dran, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Belegen wir das schön noch mit Streuseln. So, jetzt sind wir auch schon fertig. Also bei mir war das Ganze jetzt 35 Minuten im Ofen. Da muss man halt einfach selbst so ein bisschen gucken, weil ein paar Minuten kann sich halt doch alles immer variieren von Herd zu Herd. Aber bei mir, wie gesagt, waren es jetzt 35 Minuten. Ich habe jetzt noch so eine fertige Vanillesoße. Fertig, warum? In dem Fall, weil es ja auch um ein Blitzrezept geht. Und ja, also jetzt können wir es einfach mal anschneiden. So sieht man es auch. Ja, man sieht es. So sieht das Ganze jetzt von innen aus. Ich habe schon probiert. Mir schmeckt es sehr gut. Und was soll ich nur sagen? Außer macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!